Servus, grüßt euch. Ich bin direkt aus dem Urlaub wieder zurück und heute geht es um nichts Geringeres als ein Video zu drehen über euer BIM-Modell. Ich glaube, die BIM-Modelle werden viel zu wenig genutzt, nachdem sie fertiggestellt werden. Also theoretisch denkt jeder dran, man könnte es vielleicht verkaufen an den Bauherrn, man könnte sie vielleicht über einen 3D-Drucker ausdrucken lassen. Aber das Einfachste vom Einfachsten ist einfach ein Video über dieses BIM-Modell zu drehen. Das könnt ihr dann auf Social Media zum Beispiel verwenden oder auf eurer Homepage als Referenzen angeben. Ja, LinkedIn, YouTube, was weiß ich alles, Facebook. Und es ist wirklich sehr einfach, daraus ein Video zu machen. Und ich zeige euch wie in diesem kurzen Video. So, dann sind wir am Ort des Geschehens. Nachricht bekommen. Das heißt für euch, jetzt könnt ihr liken und den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. So, wir starten jetzt erstmal. Wir machen jetzt mal das einfachste Video überhaupt. Scrollen ein bisschen oder machen hier erstmal den Gesamtbildschirm darstellen. Ich zoome ein bisschen raus, dass wenn sich das Gebäude jetzt gleich drehen wird, damit hier nichts abgeschnitten wird. Deswegen zoome ich in der Mitte ein bisschen raus. Und dann könnt ihr hier bei Architektur oder Ingenieurbau einfach den Reiter visualisieren nutzen. Hier auf Kamera. Dort geht ihr hier in das Flyout Film aufzeichnen und habt hier die Möglichkeit aus einem Kameraweg, den machen wir gleich zusammen, oder hier diese Sachen hier auszuwählen. Wenn ihr hier im Mittelpunkt das Gebäude habt, dann machen wir hier eine 360 Grad Kamerafahrt. Da könnt ihr jetzt hier einfach Videokamerafahrt als Namen nehmen oder ihr könnt es irgendwas anders auswählen. Ich sage jetzt einfach mal, gibt schon eins. Löschen wir gleich mal. Videokamerafahrt machen wir mal Drehung. Okay. Dann könnt ihr hier auswählen, ob ihr die Animation wollt, Draht, verdeckt oder sonst irgendwas. Zum Beispiel hier verdeckt. Und dann seht ihr im Grundriss das Ganze, wie das Ganze gedreht wird. Oder Animation. Machen wir Animation. Und dann könnt ihr die Gesamtzeit einstellen und die Bilder pro Sekunde. Ich reduziere die jetzt mal extrem, damit ihr einfach nur ein Beispiel seht. Und dann klicke ich auf OK und ihr seht, jetzt dreht sich meine Kamera eigentlich, aber es sieht so aus, als würde sich das Gebäude drehen. Und jetzt ist unser Video auch fertig. Ich gehe in den Explorer rein und da Downloads, Drehung. Genau, mein Videoplayer kann das Ganze nicht abspielen, weil es eine AVI-Datei ist. Dann mache ich einfach Rechtsklick, öffne mit. Und dann nehme ich den Legacy Windows Media Wiedergabe. Und jetzt seht ihr, wie das Ganze hier ruckelhaft abgespielt wird, weil wir so wenig Bilder pro Sekunde erzeugt haben. Ihr könnt natürlich da mehr auswählen, aber weiter mit der Kamerafahrt. Also wir machen einen eigenen Kameraweg. Dazu müssen wir erstmal einen neuen Kameraweg erstellen. Da gehen wir auf Plus. Und den benamsen wir, weil wir können mehrere Kamerafahrten machen. Ihr könnt zum Beispiel ja in eine Tür eintauchen und dann, das können wir eigentlich gemeinsam machen. Oder ihr könnt auch von draußen so rumsegeln. Wir machen mal eine Kamerafahrt und schauen uns das Ganze an. Moment, brauchen wir vielleicht zwei Fenster. Hier machen wir Animation. Genau, wir könnten es so machen, dass wir am Anfang hier starten, dann fliegen wir hier zur Tür rein und dann gehen wir da ins Treppenhaus hoch, hier wieder durch und dann fliegen wir nach oben und schauen nach unten oder so. Pardon, sorry. Also das heißt, hier fliegen wir rein, dann nach oben und dann schauen wir von oben nach unten. Irgendwie so. Dazu setzen wir jetzt unsere Kameras. Wir setzen die erste Kamera. Also wir sagen, wir starten hier bei der Tür ungefähr. Ich hole mir hier zwei Pünktelein und dann gehen wir hier runter. Starten vielleicht hier. Und jetzt, wenn ich den ersten Klick gesetzt habe, kann ich die Kamera, den Blickwinkel setzen. Das heißt, was ihr jetzt hier in Magenta bei mir seht, ist der Blickwinkel von der Kamera. Das ist die Kamera und wir schauen hier hin. Das heißt, wir schauen jetzt hier nach oben. Wunderbar. Die Höhen müssen wir später noch bearbeiten. Jetzt fliegen wir hier rein in die zweite Kamera. Dann fliegen wir hier rein. Machen hier einen Bogen. Dann machen wir hier so einen schönen Bogen, genau. Wir fahren hier rein. Ja, schauen noch so.
dann wollen wir hier raus, hier rein. Dann am Schluss müssen wir den eh nach unten stellen. So, jetzt haben wir hier 7 Kameras definiert. Ich escape, weil die Kamerafahrt ist hier zu Ende. Und jetzt sehen jetzt hier in der Animation die ganzen Magenta-Sichtfelder. Ja, schaut krass aus, ne? Ja. Aber das Tolle ist, wir können jetzt auf jede Kamera klicken. Also ja, wenn die rot markiert ist, können wir da draufklicken. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel die Kamera zu verschieben. Wir haben auch die Möglichkeit, hier auf dieses Panel zu klicken, Kameraposition anzeigen. Da klicken wir einfach drauf. Und jetzt sehen wir dann, was wir sehen werden. Ich schalte hier auch mal auf Animation. Okay, das ist der Start-Ausgangspunkt. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde jetzt einfach noch den Augpunkt, also unseren Startpunkt, einen Meter nach oben setzen und unseren Zielpunkt auch Kameraposition anzeigen. Und jetzt sehen wir, starten wir schon ein bisschen weiter oben. Wir hätten das Ganze aber auch einfach in der Seitenansicht per Draht. Welche ist es denn die da? Hätten wir auch einfach per Verschieben können. Das heißt, wir könnten die auch so verschieben. Natürlich auch im Grundriss. Ja? Aber passt so, wunderbar. Wir gehen zur zweiten Kamera und schauen uns das Ganze an. Gehen wieder auf Kameraposition anzeigen. Ich gehe wieder in den Animationsmodus, sonst wird es schwierig. Und wir fliegen hier durch. Ja, wir brauchen wieder einen Meter Höhe. Nochmal einen Meter Höhe. Kameraposition anzeigen. Wunderbar. Passt mir. Dann können wir das eigentlich mal auf Draht und Grundriss stellen. Bewegungsmodus deaktivieren wir. Und jetzt kommen wir zur... da hat sich aber jetzt was geändert. Der Bogen. Hat sich aber jetzt dramatisch geändert, ja, oder? Das heißt, wir sind eher am Meter, am Meter. Kamera verschieben. So fliegen wir dann rein. Kameraposition anzeigen. Das zeigt es mir hier an. Klicken wir hier oben drauf. Und machen hier. Ja, passt. Passt wirklich. Wieder zwei Fenster, bitte. Jetzt kommt der. Kameraposition lassen wir uns auch anzeigen. Animation. Wir gehen einen Meter hoch. Ja, wir machen 2 Meter. Wir müssen über 2 Meter raus, also 3 Meter. 3 Meter. Anzeigen lassen. Genau. Wir könnten auch 3,50 Meter machen. Der Zielpunkt ist weiter unten. Ja, dann schauen wir, sehen wir die Dübelleisten, cool. Das mag ich. Die nächste Kamera bitte. Hier wieder anzeigen lassen. Nein, bitte in dem Fenster anzeigen lassen. Also die hier, die schaut dann in die richtige Richtung. Wir sind bloß im falschen Geschoss. Was haben wir jetzt davor gehabt? Habe ich mir nicht gemerkt. 3,50 Meter und 3. Machen wir hier auch 3,50 Meter und 3. Lassen Sie uns das Ganze nochmal hier anzeigen. Ja, schaut doch gut aus. Wo fahren wir dann hin? Hier. Okay. Lassen wir uns wieder hier anzeigen. Mann, Beda. Wir machen wieder die 3,50 und die 3. Hier anzeigen lassen. Kameraposition. Schaut so aus. Wunderbar. Und dann am Schluss diese Kameraposition. Hier wieder draufklicken, anzeigen lassen. Und die wollen wir aber jetzt komplett verändern. Wir wollen die Kameraposition schwenken. Was sind wir denn? Achso, wir sind nur da unten. Das heißt, wir gehen mit dem Augpunkt auf 5 Meter Höhe. Na, wir gehen noch weiter hoch. Machen wir mal 10. Jetzt sind wir hier oben. Ja. Hier drauf. Kameraposition anzeigen. Und dann sehen wir das ganze Gebäude von oben. Schaut eigentlich cool aus. Wir brauchen aber noch mehr. Was kann man hier ändern überhaupt? Keine Ahnung, was das bedeutet.
Die Brennweite. Nee, da müssen wir halt noch weiter noch um. 15 Meter. Ja, dann sehen wir das ganze Gebäude und das wäre doch eigentlich perfekt für unser letztes Bild. Und dann sagen wir, okay. Ja, ich speichere mal die Kamerafahrt ab und sage, das ist die YouTube-Fahrt. Genau. Sag okay. Und jetzt möchte ich das Ganze aufzeichnen lassen. Film aufzeichnen. Aus Kameraweg. Kameraweg 1 wählen. Wir können jetzt dem Ganzen wieder einen Namen geben und ich hau den wieder bei mir auf Downloads drauf und sag hier Kameraweg. Wow, welch ein Name. Sollen wir wieder Sketch einnehmen? Wir lassen es bei Animation, glaube ich. Ich sag Gesamtzeit halbe Minute. 36 Bilder pro Sekunde, dann haben wir 1081 und dann Weg ist Geschwindigkeit. Ja, komm, passt. Ich sage okay. Und jetzt sehen wir, wie wir in unser Video eintauchen, in unser BIM-Modell. Ach, ist das spannend, oder? Bin schon gespannt, was das Ergebnis sein wird. Aber so einfach lassen sich dann mit Allplan Videos machen. Wow, jetzt tauchen wir. Haben wir hier 0,0? Sind wir mit der Kamera nach unten? Haben wir da nicht eine andere Höhe eingegeben? Jetzt gehen wir nach oben. Jetzt drehen wir uns den Schwenker und oben rauf. Ha, cool, oder? Sieht man schon die Rückbiegeanschlüsse. Und hier die Dübelleisten. Und jetzt können wir hier durch uns manövrieren. Ich bin schon gespannt, wenn es dann nach oben geht. Und dann sehen wir das Ganze vor oben. Ja, hier ist. Und. Wow! Ist ja wie bei der Achterbahn, oder? Jetzt wird es schneller. Sau cool. Also, ich finde es sau cool. Und jetzt die Drehung noch. Cool. Schauen wir uns mal das Ganze an. Also. Und da los. Oh. Da muss man noch was abspeichern. Musik Downloads immer. Ach, das ist die gespeicherte Datei. Bin ich doof. Deswegen hatte ich nur 1 KB. Kameraweg ist es natürlich. Rechtsklick öffnen mit dem Windows Media Player. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Ja, ist auch cool. Bloß ein bisschen schneller sein. Das mache ich mit meinem Schneidprogramm und poste es gleich mal auf LinkedIn. Miau. Ist das cool? Ist das cool? Jawohl. Ja, das war's. Und ja, auch hier jetzt zufrieden seid. Dann lasst doch ein Like da und schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich den Link für mein Webinar für den Ingenieurguide. Vielleicht ist es was für euch. Ich glaube, das ist für jeden was. Wer ab und zu mal Hilfe in Altplan braucht, eine schnelle Hilfe über Bauwerkstruktur oder über Planzusammenstellungen, Projekteinteilungen, Funktionen oder vielleicht braucht jemand Lösungsansätze, wie man was schneller machen kann. Ihr wisst es selber, wenn ihr einen Papierflieger bastelt, zum ersten Mal, beim ersten Mal dauert es bei euch wahrscheinlich 20 Minuten, wenn es ein ganz neuer ist. Aber hättet ihr eine Anleitung, weil jemand weiß, wie es geht, dann habt ihr das innerhalb von 2 Minuten. Genau sowas bin ich auch für euch in Allplan. Ich zeige euch die besten Funktionen und Workflows. Das ist der Ingenieurguide. Damit ihr überhaupt wisst, ob das was für euch ist oder nicht, meldet euch einfach an dem kostenlosen Webinar an. Ich denke, dass es so 10 bis 20 Minuten dauern wird, das Webinar. Ich zeige euch ein bisschen was und dann kommt es halt auf eure Fragen drauf an, wie lange das Webinar dauert. Ihr habt keinen Schaden, ihr könnt eigentlich nur was dazugewinnen und ja, würde mich freuen. Ansonsten abonniert bitte meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Liked natürlich das Video und schreibt in die Kommentare, wie toll das Video geworden ist. Ist es nicht ein Blockbuster? Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Allplan und BIM.
kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.